Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge Hero. Hallo. Hallo, hallo. Und wir haben heute einen festen Plan. Nämlich, wir wollen jetzt hier fertig werden vor dem Livestream. Denn ich habe mir jetzt endlich einen Zeitpunkt überlegt, wann ich meinen Livestream setze. Hier ist noch die schöne Kiste. Ich werde meinen Livestream am Sonntagabend machen. Ich denke mal, die Uhrzeit weiß ich nicht hundertprozentig, oder? Katie, was ist eine gute Uhrzeit, Sonntagabend? 18 Uhr. 18 Uhr? Das ist so früh. Das ist ein bisschen früh. Aber viele Leute müssen um 10 oder so dann ins Bett. Ja, ich mache ja nur 2 Stunden Hero. Ach so, aber ich könnte um 18 Uhr anfangen, dann mache ich vorher noch Tribe in Terrorist Town. Soll ich um 18 Uhr anfangen, dann gibt es 2 Stunden so ein bisschen was, Minecraft, Tribal Terrorist Town und so. Und um 20 Uhr gibt es dann Hero bis 22 Uhr. Okay, dann machen wir es so. Also, morgen, also am Sonntag, von 18 bis 20 Uhr gibt es halt ja alles mögliche. So Minecraft Minigames, so Just for Fun Spiele, Tribal Terrorist Town und so weiter und so fort. Und am 20 Uhr gibt es dann Hero. Wobei, ja doch, nee, 18 Uhr kann ich anfangen. Weil ich habe bis 18 Uhr einen Termin. Das heißt, 19 Uhr. Fange ich 19 Uhr an, dann gibt es eine Stunde so Just for Fun Sachen und um 20 Uhr gibt es dann Hero. Okay, fangen wir 19 Uhr an. 19 Uhr, 20 Uhr gibt es dann Hero. Okay, gut, gut, gut. So, dann mache ich eben noch hier das fertig. Wo ist denn hier diese Steinplatten? Oh, wo habe ich die jetzt hingepackt? Meine Ordnung hier. Meine Ordnung. Cobblestone und normaler Stone. Ich muss mal niesen. Aber kann es unterdrücken. Boah, okay. Ah, jetzt muss ich doch niesen. Ah, Leute, okay. War's schön? Boah, boah, das hat mich aber ganz schön. Das war ein ganz schön heftiger. Boah, wenn ich niese, dann steht keine Wand mehr, sage ich euch. Nee, warte mal, das war mit Eisen gemacht. Ah, nee, so und dann Eisen. Boah, jetzt drehen meine Augen, weil ich so krass niesen musste. Kennt ihr das, wenn ihr so heftig niesen müsst? Oh, kennt ihr das Gefühl, ihr müsst niesen, denkt so, oh nee, ich muss auch nicht niesen, und dann niest ihr plötzlich. Beste Leben. So. Jetzt machen wir uns hier eben noch die Rüstungsständer fertig. 1, 2. 1, 2. Hier kommt einer hin und hier kommt einer hin. So, hier gibt es dann die, hier gibt es dann die Eisrüstung. Hier gibt es dann die Meteoritrüstung. Oder so. Wenn ich doch die Schuhe anziehen würde, hätte ich fast die komplette Knackroid-Rüstung. Dann hätte ich komplett, dann wäre ich komplett feuerimmun. Auch gut. Fehlt mir der Helm. Oh. So. Oh, ich bin... Was ist denn los? Was ist denn los hier? Wie macht man diesen Weapon Stand? Heißt der auch einfach nur Weapon Stand? Nee. Stand. Armor Stand, Armor Stand. Hm. Hm, nee. Sword. Ah da, Sword Pedestal. Einfach nur Stones, okay. Aber das mache ich jetzt nicht. Das ist später zur Deko wichtig. Ich habe mir übrigens überlegt, wie ich das hier mache. Zeige ich euch gleich. Wo habe ich hier noch was zu essen? Hier sind gebratenes Fleisch. Die Äpfel will ich noch aufbewahren, falls ich mal goldene Äpfel crafte. Hier ist noch mehr Fleisch. Okay. Essen wir heute mal nur Fleisch. Like Öko. So. Hier. Tschu. Ist das Efficiency? Ja. So, die Tür kommt jetzt weg. Und dann kommt hier das Rift weg. Mit dem Rift Remover. Sehr schön. So. Jetzt die Portaltür. Die Portaltür, die muss ich auf jeden Fall. Die Portaltür muss ich auf jeden Fall neu bauen. Aber das mache ich wahrscheinlich dann mit Zombie zusammen, weil ich kann ja nicht einfach jetzt ohne ihn da alles hin und her bauen. So. Dann habe ich mir überlegt, möchte ich hier so eine Terrasse dran bauen. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich glaube, irgendwann, das werde ich unter anderem auch im Livestream machen. Ich wollte das so machen, Leute. Ich zeige euch das mal kurz. Ich wollte das so machen,
dass ich hier ja diese Fensterfronten habe, so. Und hier möchte ich so noch ein bisschen quasi ausbauen. Aber das Dach bleibt so und dann ist hier so nur eine Terrasse. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich hoffe doch. Ich glaube so. Ja, und hier kommt noch ein Fenster hin. Oder kommt hier noch ein Fenster hin? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich würde super gerne auf Dungeon Jagd gehen, weil ich möchte nämlich unbedingt Level haben. Andererseits möchte ich natürlich jetzt auch mein Haus weitermachen. Das ist eine schwere Entscheidung. Das ist eine schwierige Entscheidung. Das Problem ist, wenn ich jetzt sterben sollte, wäre es für den Livestream extrem blöd. Deshalb glaube ich, werde ich heute an dem Haus weiterbauen. Und hier ist es Bark. Das ist einfach nur Redwood. Zack, 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 zack. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich an dem Haus weiterbauen und dann einfach auf die Sicherheit gehen, damit ich morgen schön im Livestream auch gut was machen kann. Fackeln habe ich hier noch ein bisschen. Weil hier ist es schon wieder dunkel wie sonst noch was. Leck mich doch am Zuckerli. So, gehen wir kurz ins Bett. Direkt neben dem Bett eine Fackel, das ist auch gut. Falls ich schon aus dem Bett falle, damit ich direkt mir die Haare abbrenne, die ich nicht habe. Ich habe nämlich keine Haare. So. Die Sache ist jetzt nur die, das sieht vielleicht ein bisschen scheiße aus, wenn ich jetzt einfach hier sowas mache, weil ich bis jetzt noch nicht da sowas angeguckt habe zu. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht das auch gut aus. Ich würde gerne sowas wie so eine kleine, ja, so eine Art Terrasse dahin machen. Das Blöde, was mich am meisten nervt, ist eigentlich, dass ich jetzt immer das Problem habe, wenn ich da runterspringe, um es anzugucken, dass ich so Schwierigkeiten habe, hochzukommen. Eigentlich müsste ich so eine Portaltür von unten nach oben machen. So wie ein kleiner Aufzug. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Weil das ist das echt das, was immer voll viel Zeit verbraucht. Eisen habe ich dabei. Enderaugen habe ich hier irgendwo auch. Enderperle meine ich. So. Eine Enderperle. Und erstmal noch eine Eisentür. Tschuck, tschuck, tschuck. So, jetzt habe ich zwei Eisentüren. Eisentür, Eisentür und Enderauge. Nee. Hä? Doch. Dimensional Door. Warte mal, wie mache ich das nochmal? Mach nochmal eine. Noch, ich brauche insgesamt zwei Dimensional Doors, ne? Hab ich ganz vergessen, wie es geht. Ich mache es einfach mal so, so. Jetzt habe ich zwei Dimensional Doors. Jetzt brauche ich noch diesen einen. Braucht man auch irgend so ein bestimmtes Gerät dafür? So ein Warp? Warp Door? Nee. Ach, ich bin so dumm. Dimensional Door ist doch. Oh, für dieses Lagerhaus. Oh, ich bin so blöd. Eine Warp Door braucht man natürlich. Ja. Eine Warp Door, keine Dimensional Door. Das machen wir eben noch schnell. So. Zwei. Ah ja, brauchen wir vier Türen. So, zwei. Warp Doors. So. Jetzt noch irgendwie sowas mit. Da, wo man dieses Rift erstmal setzt. Eine Rift-Signatur, glaube ich, ne? War es eine Rift-Signatur? Ja. Second click creates to Rift. Set link the first location with second location. Und das hier auch. Aber das ist nur sicherer. Und das hier ist unsicherer. Aber egal. Wir brauchen jetzt kein sicheres, weil wir direkt dahinter eine Tür setzen. Eine Rift-Signatur. Ja. Und zwei Warp-Doors. So. Okay. Ich könnte mir die Warp-Door eigentlich ganz gut hier vorstellen. Wobei. Da muss ja eigentlich eine Wand sein. Eine Wand. Eine Wand. Da wirklich hin? Ja. Ich kann sie später umsetzen, oder? Oder hier oben rein? Irgendwie? Ja, hier kann man die eigentlich auch irgendwo gut hinsetzen, oder? Ich glaube, hier setze ich die irgendwo rein.
Eins, zwei, drei, eins, okay, hier ist die Mitte. Aber in die Mitte? Ach ja. Ich glaube, hier ist ganz gut. Rift Signatur. Dann hier unten im Baum drin. Eine Tür. Eine Rift Signatur. So. Jetzt sehen wir noch ein bisschen Redwood. Zack. Ah, okay. Jetzt habe ich hier eine geheime Tür. Und wenn ich da durchgehe, bin ich oben. Ja, und dann bin ich direkt hier oben. Ja, das ist eigentlich ganz gut so. So, jetzt brauche ich nicht mehr dieses Hoch und Runter immer ständig. Okay, also. Dieses Holz, das sieht, das Stein, das sieht super scheiße aus. Also das kann ich direkt jetzt mal ändern, weil es sieht einfach nur super kacke aus. Und natürlich falle ich dran vorbei. Aber jetzt kann ich immer wieder einfach den Aufzug nehmen. Hui. So. Ja, weißt du was? Machen wir einfach Trick 17. Fahren wir hier durch. Okay. Also das sieht echt super kacke aus. Das ist nicht die mit Efficiency. Das ist die mit Efficiency. Was kann man denn sonst da hinsetzen? Das muss ja irgendwo einen Rahmen bilden. Ja, also ich könnte Redwood da hinsetzen. Redwood habe ich ja sowieso in meinem Baum viel verbaut. Ich denke mal, Redwood ist auf jeden Fall besser als dieses Cobblestone-Gedöns da. Das sieht nämlich echt scheiße aus. Ich halte mich mal an so Kleinigkeiten auf und das muss ich echt sein lassen. So. Dum, dum. Und dum. Na. Dann eben so. Dum, dum und dum. Und dum. Hoppala. Dum und dum, dum. So, wir waren nämlich, mal um ein Thema anzusprechen. Gestern war ich mit Katie im Kino in die Tribute von Panem Teil 2, also Catching Fire. Und wir werden heute Abend eine Folge hochladen von so einer Survival-Runde, wo wir halt die Map spielen und dann erzählen wir ein bisschen was darüber. Das wird vielleicht ganz lustig. Wir werden natürlich nichts spoilern, aber wir werden so ein bisschen unsere Eindrücke vom Film erzählen und so. Falls euch interessiert, könnt ihr gerne natürlich heute Abend da reinschauen. So. Okay, gucken wir mal runter. Ui. Wum. Ja. Ist immer noch nicht wunderschön, aber es sieht besser aus und will ich da noch ein bisschen Verzierung machen mit diesem Redwood, dann passt das schon. Ich muss überlegen, wie ich das jetzt einfach mache mit diesem Balkon da. Ich muss einfach mal überlegen, wie ich das jetzt genau mache. Das muss halt einfach irgendwie stimmig sein. Und das ist halt schwierig, es ist echt schwierig, das umzusetzen. Das ist echt nicht einfach. Okay, das hier kommt noch mit. Ich würde sagen, so. Ist das auf jeden Fall weit genug draußen. So. So nicht. So. Okay. Bam, 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 bam. Hoppala. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, vier. Ja. Zap, 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 zap. Und so, okay. Wenn ich jetzt hier drüber sowas wie eine Decke setze. Die aber halt, wobei eine Decke, also das wird auf jeden Fall nicht mit Wänden umschlossen sein, aber schon irgendwie so eine Decke drüber sein. Aber hier wären dann vielleicht so halbe Dinger besser auf jeden Fall. Ich setze mal so ein paar dahin, um es mal anzugucken. Hier diese Planks, oder wie heißen die nochmal? Slabs, meine ich. Probieren wir es mal aus. Oh, immer dieses Rumbacken. So. Oh. Also ich brauche echt scheinbar noch einen Block hier unter mir, damit ich das ohne zu buggen da hinsetzen kann. So, wenn ich das jetzt, wenn ich hier drüber jetzt sowas wie so ein Dach setze.
Wie sieht das Ganze dann aus? Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Ah. Das kann ich wieder abreißen. Aber das ist echt, also das ist ein nerviges Bauen. Ach, von oben könnte ich es, glaube ich, viel besser machen. Ja. Außer wenn ich natürlich so blöd bin. So. Okay, von oben geht es auf jeden Fall deutlich besser. So. Wenn ich jetzt später hier noch so Blätter drumrum mache, so von dem Baum, also wenn ich ein bisschen mit der Schere abschneide, also ein bisschen Blätter drumrum mache und das hier so mit so Säulen aufbaue, ich glaube, dann kann das ganz geil sein. Ich glaube, das könnte dann ganz... Hoppala. Ganz geil sein. Nämlich wollen wir ja hier dann so einen Zaun drumrum machen und dann... Das sieht aber richtig blöd aus, weil es so eine riesen Platte drunter ist. Das sieht echt mega scheiße aus. Ah, ich habe echt... Ach Leute, bevor der Livestream ist, muss ich mir echt ganz schön viel Baukram angucken, damit ich da nicht das verkacke. Ja. Also es ist auf jeden Fall... Vier sind auf jeden Fall zu viel gewesen. Vier sind auf jeden Fall deutlich zu viel gewesen. Aber das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig, sich da einen guten Mittelweg zu, so einen guten, da einen guten Mittelweg zu finden, ist echt verdammt schwierig. Ja, das, also auf jeden Fall alles andere als schön. Also es, keine Ahnung, also schön sieht es nicht aus. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Dass das nicht schön ist. Das sieht man auch direkt. Hoppala. Aber vielleicht kriegt man es ja noch besser hin. Man soll ja nicht schon direkt aufgeben. Aber irgendwie, also da muss doch einiges passieren, damit das mir gefällt. Weil das sieht echt... Also bis jetzt sieht es richtig scheiße aus. Ach man, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nicht so viel in Minecraft so richtig viele große Bauwerke gebaut. Deswegen bin ich in dem Punkt noch quasi ein Anfänger. Und ich gebe mir echt Mühe so, aber bei vielen Sachen bin ich manchmal ein bisschen überfordert, überfragt. Warte mal. Das ist Zaun, ja, genau. So, Zaun tun wir mal hier hin. So. Wenn wir jetzt die Säulen hier aus Zaun machen. So kleine Säulchen. Hoppala. Dann weiß ich nicht genau, ob das schön ist oder ob das aussieht wie eine Krankheit. Aber, keine Ahnung. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Zaun. Eine Minute haben wir noch. Dann mache ich es eben noch schnell. Komm, beeil dich mit Schlafen. Ja. Dann beeil ich mich noch eben schnell. So, das machen wir ganz, ganz fix hier. Ach, scheiße. Aus dem Redwood kann ich nicht machen. Aber hier draus. So. Hier draus. So, okay. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine Platte. So, und zack. Und jetzt sind wir eigentlich auch durch, aber es muss auf jeden Fall schöner werden. Im Livestream werde ich es schöner machen, aber
Es wird auf jeden Fall irgendwann Gestalt annehmen. Ich gebe mir da sehr viel Mühe und ich hoffe, das wird halt schöner. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, könnt ihr mir gerne eine Bewertung da lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Heute Abend gibt es eine Survivalsrunde. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.